Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2375. Nein, Teil 2. Ja. Du, Assi. Hab es. Oh, leck mich doch. Scheiß Telekinese. Pisse. Mann. Toll. Das Spiel fängt schon wieder super an. Ich hab richtig Bock im gerade. Naja. Kann doch nicht sein, dass jedes Mal hier irgendwie die Scheiß. Kacke ausgewählt ist, wenn ich eigentlich was anderes haben will. Was haben wir hier? Nee, Zugangstreppe öffnen wir noch nicht. Erstmal hier durchsuchen. Ja, in der letzten Folge war ich ja relativ erfolgreich unterwegs gegen alles, was auf mich zugekommen ist. Ja, unsere kleine Little Cecil hat ein bisschen Adam gesammelt, aber noch nicht gedrückt, noch nicht genug. Alle gestrichen. Echte Friederkernmatratze. Wird er gefallen? Okay, das war einfach. Hackpfeile haben wir genug. Sehr schön. Sicherheitsnotschalter. Das bedeutet, hier kriege ich gleich schon wieder irgendwo Besuch. Nee, das hacken wir jetzt nicht, weil meine Gesundheit ist fast voll. Was hat er denn hier gebaut? Au. Gehackte Geschütze sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, richten sie mehr Schaden an. Ja, dann, mein liebes Geschütz. Greif die Gegner an. Ich weiß zwar nicht, wo hier Gegner sind, aber wenn gleich welche kommen sollten, greif sie an. Ja. Okay. Da ist der andere, den wir gleich. Aber erst später. Jetzt fangen wir erst das Tagebuch an. Genießen aber die Aussicht. Ich habe meine Nahrung rationiert, seit der Park vom Rest der Stadt abgeschnitten wurde. Ich schone meine Kräfte. Ich sitze hier in dieser Werkstatt fest, umzingelt von diesen heulenden Göhren, die versuchen reinzukommen. Meine Nahrung, meine Waffen, sie wollen alles haben. Aber ich habe einen Plan. Ich richte das Transport-U-Boot her, das in der Wartungsbucht vor sich hinrostet. Und dann nichts wie weg. Diese Tiere wollen Rapture haben? Von mir aus gerne. Okay, ich habe eigentlich mächtig Schiss davor, jetzt gleich hier auszusaugen. Ich untersuche erstmal hier, was wir noch so alles finden. Ah, ich habe schon wieder was gehört. Ja, Fallennieten, gut, dann richte ich erstmal hier so ein paar Fallen her. Da, da, da. Und ich habe schwere Nieten geschossen. Oh, ich Depp, ey. So. Wie machen wir das da am besten, dass die Falle auch gleichzeitig mit ausgelöst wird? Also hier dieses Fass. Schießen wir mal dorthin. Und dorthin. Ich habe noch 3 Stück. Ich muss hier mich gut vorbereiten. Yep, yep. Es geht gleich hier großes Gemetzel los. Ich habe es im Gefühl. Gut, 14 Nieten haben wir noch. Gehen wir erstmal kurz shoppen. Nachdem wir das gehackt haben. Das sind Fallnieten. Ha, wie passend. Super, wieder 6 Stück. So. Ja, Leute, ich weiß, ich mag euch das jetzt langweilig vorkommen, aber... Mir wurde schon verraten, ich soll hier wirklich jede Menge Fallen setzen, denn es kommen jede Menge Gegner. Und ich bereite mich lieber richtig vor. So, was hast du denn im Angebot für mich? Schwere Nieten? Nein. Fallen Nieten? Nein. Ach du Scheiße. Ich kann mir nur eine Sache kaufen. Das ist nicht gut. Nix gut. Wir holen normale Nieten. Achso, haben wir ja direkt schon. So. Gut, die ersten Vorbereitungen sind getroffen. Aber... Ich gucke jetzt erst nochmal hier. Na, zack, schon erstes Opfer erwischt. Geile Sache. Toll. Danke, dass du jetzt meinem Nieten weggemacht hast. Mistviech. Ah, dumme Nuss. Aber ich gucke mich jetzt erst... Wow! Wow! Halt die Fresse! Geh weg!
Oh! Leute! Herzinfarkt! Puh! Ey, das war jetzt nicht nett. Ey, du bist hier nur am Untersuchen, ganz in Ruhe und ganz chillig, und dann wirst du von hinten angegriffen. Lärm wird mehr und mehr zum Problem. Diese Frau ist eine Kollektivistin. Hier in Rapture. Wie konnte der Rat das übersehen? Schlimmer noch, sie treibt ihre Patienten in einen religiösen Wahn. Bevor der Rat überhaupt merkt, was gespielt wird, entsteht hier ein neuer Kreml. Es muss etwas geschehen. Ich lasse nicht zu, dass meine Stadt von Parasiten verraten wird, in welcher Gestalt auch immer. Ich denke, es ist an der Zeit, Sinclair anzurufen. Okay, jetzt weiß ich zumindest, wo wir eben gerade sind. Gut, den Wartungstunnel mache ich, glaube ich, wieder zu. Dann haben die Gegner einen längeren Weg. Nein, ich kann ihn natürlich nicht mehr zumachen. Schön. So, wir haben gerade noch ein bisschen Kleingeld gesammelt. Eventuell bringt uns das etwas. Ja, wir können noch mal ein paar Nieten kaufen. Ich habe eben gerade noch nicht genug verschossen an der einen Ollen, die mich von hinten Seite rechts oben angegriffen hat. So, dann wollen wir das Event doch starten. Meine kleine Mausi. Ich hasse dich nicht, Delta. Tatsächlich empfinde ich für dich das Gleiche wie für jedes andere denkende Wesen. Aber ich kann nicht tausende meiner Kinder für einen einzigen rebellischen Sohn opfern. Hey, wo bist du hin? Komm, meine kleine Hälfte haben wir schon gesammelt. Und gerade geht's eigentlich ziemlich gut, finde ich. Nein, kaum ausgesprochen, schon ärgere ich mich wieder. Warum? Ah, ich habe keine Nieten mehr. Das ist scheiße, ohne Nieten. Komm, meine Kleine, sammel schneller, damit wir hier weg können. Jetzt habe ich auch keine Antipersonen. Boah, nein. Bist du fertig? Aufheben. Heb sie auf. Oh. Okay, alter Junge. Wir haben jetzt fast genug, Adam. Um den Rest zu bekommen, musst du dich um diese Little Sister kümmern. Im Werkraum sollte einer der Lüftungsschächte sein, die sie so gern haben. Bring sie da runter. Erstmal muss ich hier noch lebend durchkommen, ja? Dankeschön. Sardinen, komm, ich brauche Gesundheit, Leute. Gib mir hier Gesundheit, nicht Gold. Ja, Gold ist auch gut. Also Gold, Geld, Geld, Gold. Aber ich brauche Sardinen, oder ich heile mich einfach mal kurz. Ah, verdammt, ich habe den Scheiß nicht gehackt. Deswegen haben die sich zum Teil wieder aufgeladen. Ja, doofer Fehler. Okay, gut. Kann passieren. Aber ich habe es überstanden. Und jetzt muss ich sie zu einem Wartungsschacht bringen. Wir sind fast wieder zu Hause, Daddy. Fast ja. Wo ist der Pfeil? Da ist der Pfeil. So. Dann wollen wir uns doch mal durchkämpfen. Seht ihr? Der Parasit schafft selbst gar nichts. Seine einzigen Werkzeuge sind Steuern und Abgaben, um die Leute zur Herausgabe dessen zu bringen, was er nicht verdient hat. Wir hier in Rapture behalten, was uns gehört. Gut, aber wie wir unsere Kleine wegbringen, seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich bin Hello 1986, wir spielen Bioshock 2,5. Halb wegen Little Sister auf der Schulter. Bis dann.